Beim NDR gibt es den nächsten Skandal bei den Öffentlich-Rechtlichen. Diesmal betrifft es eben den Norddeutschen Rundfunk. Dort beklagen mehrere Mitarbeiter jetzt die fehlende Freiheit in ihrer Berichterstattung. Ja, das berichtet Business Insider, die ja auch Teil von Axel Springer hier sind. Ja, und es heißt, es herrsche dort ein Klima der Angst. Auch von einem politischen Filter ist dort die Rede. Kritische politische Themen würden frühzeitig die Relevanz abgesprochen. Der NDR, der weist diese Vorwürfe zurück. Sie sprechen von einer unvoreingenommenen und unabhängigen Berichterstattung. Die Aufregung bei den Öffentlich-Rechtlichen nach dem Skandal rund um Patricia Schlesinger. Wir wissen es alle. Jetzt also diese Vorwürfe, die Kritik, sie reißt also nicht ab.